verlieren, weil die Macht wird nicht auf deiner Seite. Du kannst deinen Renegade Raider kannst du dir sonst wohin stecken, mein Lieber. So dick ist das nämlich. Freunde, wir haben auch noch eine Folge bei Stani abgecheckt. Könnt ihr gerne danach auch auschecken, Freunde. Und natürlich, Kuss geht raus an Andi von meinem Bauteam und den anderen beiden Jungs, die heute hier bewerten werden. Bist du bereit, Stani? Bro, sag mal bitte, wer letztes Mal gewonnen hat. Sag mal bitte, wer letztes Mal gewonnen hat, Uduban. Digga, also es war unfair, Bro, sag ich dir ehrlich. Heute wird nur fair gespielt, so ein Ding ist das. Okay, dann will ich einmal, dass ihr die Wand nach oben macht, Leute. So, Stani, bist du bereit? Die Skinbox, wir gehen rein. Wir sind unsere Kunden. Und let's go. Das erste Thema, Stani, ist Piratenskins. Oh, Pirat, das passt natürlich auch, das, weil die neue One Piece-Serie jetzt ja draußen ist. So sieht's nämlich aus. So ein Ding ist das nämlich. Okay, so. Hast du schon geguckt eigentlich? Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Ist ich auf jeden auch. Fall. Ist krank, ne? Bro, sehr, sehr geil. Ist Gänsehaut, Digga. Safe. Okay, Piraten, Bro. Okay. Boah, ich habe sogar einen richtig guten Skin dafür. Ja, es gibt ja einen richtig krassen Piraten-Skin aus dem Battle Pass damals, aber der war ja ein bisschen langweilig. Ja, ist ein bisschen langweilig, hast recht. Aber ich habe einen noch besseren, Bruder. Also, ich sag dir, wie ich so verarscht schon einen Skin gefunden, oder was? Ich habe schon einen Skin und der wird dich auseinandernehmen, Stani. Ja, Bro, ich glaub nicht. Doch. Aber sag mir jetzt nicht, du kommst mit Seewolf um die Ecke. Ach, Digga, nein, Junge. Ich bin doch kein Lelek, Junge. Ich bin doch keine Schmalschwur, Junge. Okay. So, unser Skin ist auf jeden Fall stark. Ich hab schon einen guten Skin, aber ich weiß ja. Okay. Hast du überhaupt den. Guck mal bitte kurz, ob du den Seewolf-Skin hast. Ich glaube, ich hab den nicht. Oh, Bro, da hast du schon verloren, sag ich dir jetzt. Bro, du hast keine Chance, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Den Skin, den ich hab, du wirst sagen, oh mein Gott. Na, du wirst, guck mal, du wirst sagen, ist... ich hab verloren von Anfang an, Bro. Bro, was du laberst. Ist so. Ich sag ehrlich, ich hab so einen heftigen Skin. Ach, Digga, das Junge, ist wirklich Seewolf, Digga. Irgend so ein sein Vater, Bro. Irgend so ein Lelek holst du mir daher, Junge. Ich bin der Piratenkapitän. So ein Ding ist das nämlich, Junge. Du hast leider keine Ahnung. Okay. Ich bin schon bei Backbling. Warte, ich muss mir jetzt noch einen krassen Backbling raussuchen. Ey, du weißt leider nicht, auf was du dich hier einlässt. Guck mal, da musst du schon husten, Junge, weil du so schlecht bist, Mann. Ja, ich bin leider krank von der Gamescom wiedergekommen wegen dir. Ich sag dir, egal was jetzt kommt, okay, du wirst diese Runde so hart verlieren. Du hast letztes Mal auch gesagt, du gewinnst 100 pro und hast verloren. Also sagst du jetzt, in der ersten Runde wirst du direkt einen besseren Skin haben wie ich. Safe. Was? Safe, Bro. Safe. Also du sagst safe 100%. Bro, mich nennt man auch in Freizeit Ruffy the Monkey, Bro. Monkey the Ruffy, so ein Ding ist das nämlich. Scheiße, Bro. Ja. Richtig geil. Der jetzt vielleicht nicht Pirat, sondern man könnte sich vorstellen, dass es was damit zu tun hat. Bro, ich hab ein... Oh Gott. Ich hab einfach ein Emote, da bin ich auf Piratenschiff. Ist das... Meinst du, das passt? Was? Das, hey, hast du das nicht, das Emote? Nein, das hast du nicht, Digga. Hast du nicht? Das hast du nicht, Junge. Warte mal, wie heißt denn das? Sag ich nicht, oh mein Gott. Mann, wie heißt denn der Emote, Digga? Oh, der passt auch. Da, ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ist so ein guter. Oh mein Gott, was ist das? Du hast den. Lava, du hast den Piratenschiff-Emote. Nein, hab ich nicht, aber das ist was Besseres, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Ach so, also das ist besser, Bro. Ich hab Emote, da bin ich auf Piratenschiff. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Doch, hab ich. Nein, hast du nicht, Digga. Okay, ich bin gerade Tarnung. Boah, Fortbewegung. Hast du was Fortbewegungsmäßiges, was Gutes? Ja, hab ich. Hast du ehrlich? Was sehr, sehr Geiles sogar. Gucken, Leute, was wir hier noch ballern könnten. Das muss so ein bisschen Pirate-mäßig sein. Ja, es muss Pirate-mäßig sein, aber es ist ein bisschen schwer. Fortbewegung ist hier ein bisschen bei mir. Fortbewegung, muss ich auch sagen, ist, also fand ich auch nicht so einfach. Aber ich glaube, ich habe was Gutes gefunden. Ich nehme das mal, was ich hier habe, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich habe eh schon gewonnen, Bro. Sag mal was. Nein, ich sag nicht. Wirst du alles schon sehen. Boah, ich habe was Geiles. Du hast was Geiles? Gewonnen. Der Pirat-Sticker, glaube ich, ist einfach. Ich suche gerade das Schiff, unser Piratenschiff, welche Tarnung ich dafür nehme. Oh, da habe ich auch schon was. Boah, das sieht geil aus. Hast du schon einen Spray, sei ehrlich? Nee, ich habe noch keinen Spray rausgesucht. Okay. Also. Können wir den nehmen? Was könnten wir noch nehmen, Leute? Oh.
Oh, ich nehm das hier, Bro. Das ist auch wild. Nein, ich hab. Nein, das kann. Ach, Digga, das kann gar nicht sein, Bro. Es kann gar nicht sein, dass du gewinnst, weil ich bin fertig jetzt. Okay? Ne? Aber ich hab alles, also, Leute, es sieht schon sehr, sehr strong aus. Und kein Set und so, ne, Stani? Nee, richtig. Logischerweise nicht. Okay. Kein Set. Ha, Imo. Oh, ja. Da, so, jetzt muss ich noch ein Spray kurz raussuchen. Okay. Und dann bin ich jetzt auch schon gleich ready. Ja, mach mal. Stani braucht so lange einfach Minuspunkte. Ja, dafür, guck mal, Digga, weißt du, warum ich so lange brauche? Digga. Du hast halt nur 5 Emotes und 5 Dinger da. Bro, ich hab 5000, verstehst du das? Digga! Ich hab das Zehnfache, Bro, von dir. Egal, ob du das Zehnfache hast, du wirst sowieso verlieren. Das checkt er halt nicht, Leute. Er checkt's nicht. Oh mein Gott, siehst du schlecht aus! Du bist doch nicht mal ein Pirat! Natürlich! Oh mein Gott, also das ist schon mal früh. Hast du schon mal hier Pirates of the Caribbean geguckt? Ja, aber ja. Du bist irgendein Fantasiepirat oder keine Ahnung, was du bist. Guck mal, was du für ein Lelek bist. Du bist einfach nicht mal ein Captain, Junge. Du bist einfach so eine Klaubauter-Kiste oder so, okay? Hey, warte mal, mein Dings-Emote ist nicht da. Ah, lol, warte, ich muss jetzt mal kurz nochmal reingehen. Mein Fortbewegungs-Emote ist irgendwie nicht da. Ach, Digga, Stani. So, stell dich auf deine Plattform, mein Lieber. Also, ich sag dir ehrlich, das wird so eine Free-Round für mich. Okay, die Jury darf einmal die Wand runter machen und herkommen und unsere Skins begutachten. Ihr dürft unsere Skins anschauen. Backwing-Spitzhacke, alles angucken. Junge. Ich bin einfach der bessere Pirat, Bro. Ich sag dir, wie es ist, Bro. Junge, Pirat? Ey, was laberst du? Easy win, Bro. Junge, also ich will ja nicht sagen, wer du bist, aber sorry, für mich bist du kein Pirate. Okay, Leute, bleibt am besten hier vorne, weil da von hinten seht ihr es nicht. Shani, bist du bereit für den Emote? Also für den normalen Emote? Für den normalen Emote, genau. Oh, dann nehme ich dich leider auch hoch. 3, 2, 1, go. Bro! Wie lame, du, Bro. Ach, Digga, das ist so schlecht. Oh mein Gott. So, hallo, Jury, hallo! Okay. Gut, die Jury ist schon so. Ey, das ist so eine Pre-Round für mich gerade. Das ist so schlecht. Okay, Stani, bist du bereit für Fortbewegung? Fortbewegung, ich bin bereit. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, sorry, aber... Müssen wir nicht drüber reden, ne? Müssen wir nicht drüber reden? Meinst du es auf jeden Fall besser, Digga? Müssen wir nicht drüber reden? Ist so, okay. Das ist eine klare Geschichte, wieder mal. Bist du bereit für Sticker? Ich bin bereit für die Sticker. 3, 2, 1, go. Ja, immer wieder machen. Beide sind stark, Bro. Beide sind stark. Da muss ich auch ehrlich zugeben. Den habe ich auch gehabt, aber ich fand meinen besser. Okay, so. Dann, bitte einmal Spray noch, Stani. Wir machen einfach. Aber meiner ist geiler, muss man einfach sagen. Nein, Bro. Ey, das nein. ist ein Free-Round für mich. Digga, du hast gar keine Chance, ich sag's dir. Danke. Okay, so, dann einmal bitte die Jury, was wollt ihr sehen? Gleiter oder Boot? Okay, Gleiter. Ich hab vergessen, Gleiter auszuwählen. Aber ist egal. Okay, wir gehen rein. Dann lass die Runde an dich gehen. Ach nee, ich hab Gleiter ausgewählt. Okay. Oh mein Gott! Bro. Oh mein Gott, vorbei. Ich weiß nicht, Bro. Also. Sorry, aber. Ich will jetzt nicht fitner machen, aber. Es ist nicht piratenhaft so irgendwie halt hier. Du sagst mir eine Krake, Okay, lass runter. Bitte einmal das Boot. Und. Ja, einfach starten. Wer startet? Okay, so. Okay. So. Ja. Okay, beide ganz cool. Ey, das passt sogar mit Boot und Tarnung und so. Okay. Gut, dann haben wir alles gezeigt, glaube ich, Stani. Die Jury darf entscheiden. Ich muss leider ehrlich sagen, Udo, das ist ein Freeboard. Wenn du dein Herz guckst, Bro, dann weißt du, wer gewonnen hat. Du musst dir. Digga, ich save! Okay, dann, ich darf mal sagen, Jury, ihr dürft auf eure Knöpfe drücken, ne? Okay, rot bist du, oder was? Rot und... Und was nimmt der Rätsel? Wer ist rot, Bro? Wer ist rot? Du bist rot! Yeah! Ey,
Nein, das sind, ihr seid solche. Ach, Digga, die Jury ist so schlecht. Bro, Pirat, ich bin einfach ein Gold. Jürgen, was bist du? Du bist irgendein Skelett. Was laberst du, Pirat? Ich bin der Pirat, du wie ein Hut. Ich bin der Piratenkönig. So dick ist das nämlich, Junge. Ach, Digga, los. Okay, dann bitte einmal bitte die Wände wieder nach oben, Leute. Ach, guck mal, aber der Emote ist auch geil. Ich wollte es erst sehen nehmen. Der hätte ja gar nicht gepasst, Bro. Also, Bro, bitte, Digga. So, Affe, Junge. Junge, ich hab dich ja vorher. Okay, Stani, hier, Stani 1:0. Okay, wir gehen ran, rein, Stani. Und das nächste Thema ist Sportler oder sportlich? Oh, Sport. Da hast du verloren, Bro. Da, also ja, will ich jetzt keinen Punkt rausholen. Udoban kommt gleich wieder mit Skelett um die Ecke und sieht Skelett aus. Bro, der sieht doch krass aus. Jetzt sag mal ehrlich, ja, der hat sogar eine Krake auf der Brust, Bruder. Die Jury hat mich richtig geguckt. Ich hab eine Augenklappe, Bro. Ich war der Pirat. Ach, Digga, du warst... Ich hab, also komm, wirklich, du musst jetzt auch wirklich das mal konsequent sehen. Ich war schon besser. Bro, na, also, finde ich nicht. Ey, also, ey, du hattest ein paar bessere Sachen als ich, muss ich zugeben, aber der Skin an sich war meiner krasser, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Okay, egal. Du hast gewonnen, ist okay, wir gehen rein in die nächste Runde. Sportlich, boah, sportlich oder Sportler? Wenn wir jetzt dann das gleiche, den gleichen Skin reinmachen, heulig, aber du hast verloren. Sag mal den Anfangsbuchstaben von deinem Skin. C. Meiner ist G. Siehst du? Ja, okay, gut. Aber Bro, meiner ist ja... Junge... Ich hatte so krasse Backblinks für Pirat. Oh, ich habe die alle nicht gesehen. Okay, egal, nicht schlimm. Wir gehen rein, Backbling. Backbling. Ja, ich bin auch gerade Backbling. Was Gutes für meinen Sportler als Backbling? Backbling, das ist was Sportliches, okay, das ist für den Rücken. Das ist Set, Leute. Wir dürfen kein Set nehmen. Set würde natürlich, das wäre Set dürfen wir nicht nehmen. Set ist ein Witz, da hast du recht. Also meiner ist krass, ich sag ehrlich, der ist so underrated. Boah. Meiner auch, Bro, meiner ist heftig. Also mein sieht man auch, ich sag dir ehrlich, mein Skin sieht man auch fast nirgends. Okay. So krass ist der. Also okay. Das ist selber, wo ich den gerade selber wieder gefunden habe, wo ich mir dachte so, okay, da bin ich mal gespannt. Krasser Skin, aber wir brauchen jetzt natürlich noch einen passenden Backbling. Egal. Ich habe halt Backblings, die zu meinem Skin nicht wirklich passen, weißt du, ich meine? Ja, ich fühle das. Aber ich will halt auch was Sportliches haben. Okay, ich hab was. Passt sogar farblich ein bisschen. Krass, Spitzhacke. Was hast du für Backbling? Sag mal bitte. Sag ich nicht, nein. Dann machst du nach. Ich sag dir safe nicht. Aber du hast verloren, Bro. Ich sag. Diesmal, sag ich dir ehrlich. Also du hast ja verloren. Guck mal, ich kann nicht ja. Oh du Mann, ich kann dich ja auch leider nicht mehr ernst. Oh mein Gott. Yeah, oh du Mann, ich Alter, kann dich ja leider so. Nicht mehr ernst nehmen. Du hast doch gar keinen Backbling, Bro. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Doch, Bro. Ich hab ein krasses Backbling. Nein. Doch, das werde ich nehmen. Das werde ich nehmen. Oh Bro. Sportliche Spitzhacken, Bruder, das Thema ist schwierig, ne? Dann, Mann. Ich glaube, sportlicher Hängegleiter wird krasser. Oh mein Gott. Wird schwieriger. Wild. Okay, Gleiter, alles gut. Boah, sportlicher Gleiter. Warte, was da habe ich was. Was hast du für eine Pickaxe? Nein, Bro, ich sag nichts. Das wirst du gleich alles sehen, Bro. Du wirst alles gleich sehen, Digga. Ich sag gar nichts. Sportlicher Hängegleiter. Hängegleiter. Oh, das wäre eigentlich... Sportlich. Krass, das ist sportlich. Was zum Skin halt auch passt, ne? Also, man kann ja nicht einfach random irgendwas machen. Oh mein Gott. Gewonnen. Oh mein Gott. Ich bin schon bei Emotes, Bro. Geh weg, Bro. Emotes. Ich hab gewonnen. Du hast verloren, Digga. Ich hab. Nein. Was redest du? Ich hab grad. Oh Gottes Willen. Ich hab einfach ein Fitnessstudio-Emblem. Nein, hast du nicht, Digga. Ich hab. Oh Gott. Nein, hast du. Einfach auf einmal Fitnessstudio. Ich bin Mitglied im Fitnessstudio geworden. Nein, hast du nicht. Ich brauch jetzt noch einen guten Fortbewegung. Fortbewegung ist immer ein bisschen schwer. Der ist nicht schlecht, Leute. Der ist nicht schlecht, der Emote. Sportliche Fortbewegung. Ja, sportliche Fortbewegung ist eigentlich easy. Einfach. Ja, doch, das ist easy. Hast recht. Da können wir. Da, ja, das ist zu sportlich. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin schon bei Sticker. Und bei Sticker gibt es, glaube ich, auch krasse sportliche Sachen, ne? Ja, das Ding ist, Odo, Mann, ich sag mal, sportlich würde mir auch gefallen, wenn du im Real Life ein bisschen sportlich bist. Sagst du, Digga! Aber. Junge, laber doch kein Kack! Weil ich einfach schon einfach den Sinn für Geschmack und Orientierungssinn habe, verstehst du? Ja, guck mal. Ja, aber also, ich habe hier ein sehr krasses Emote. Sehr, sehr krasses Emote. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Fortbewegung und Spray. Spray könnte ein bisschen schwieriger sein, tatsächlich. Guck auch gerade Spray, Leute, aber
Spray ist ein bisschen... Fortbewegung. Ah, ja. Fortbewegung ist leicht. Spray, sportlicher Spray. Bruder, ich hab keinen sportlichen Spray. Oh, das ist geil, das ist geil. Den nehmen wir auf jeden Fall hier. Also, wir haben jetzt... ach, oh Gott, ich hab dir jetzt Favoriten ausgewählt. Warte mal, ich muss die mal hier gerade ändern. Du musst den hier... Ausrüsten. So, jetzt brauche ich noch einen Emote. Ja. Ich guck gerade, aber Bro, ich sag dir ehrlich, Stani, Spray wird hart, ne? Spray wird hart? Ja. Nein, das gibt doch so Muskelspray, oder nicht? Ich weiß aber gar nicht. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht haben, deswegen. Ich glaube, ich hab den echt nicht, wenn es den wirklich gibt. Den nehmen, Leute. Okay. Und ich hab bin bei Bootstarnung, Bro. Bootstarnung habe ich sogar schon. Mir fehlt jetzt nur noch... Ehrlich? Sportliches Boot. Oh, okay, bin ich gespannt. Ja, Bootszahlung ist ein bisschen schwierig, weil, ja... Das ist echt schwierig, ja. Ich hab's jetzt irgendwie nur genommen, passend zum Skin. Weil ja, da machen wir passend zum Skin, würde ich auch sagen. Es gibt ja keinen sportlichen Dings. Ja, ein sportliches so Ding, ja, gibt's echt nicht, Leute. Der ist stark. Der ist sehr stark, der Spray. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Okay. Also du hast eine sportliche Tarnung, oder was? Ich hab gewonnen. Ich hab eine sportliche Tarnung. Ich hab gewonnen. Bro, ich hab einen wilden Skin, Bro. Kannst du mir sagen, was du willst? Ich bin gespannt, mit was Stani hier rauskommen will, mit was Stani hier gewinnen will. Aber Bro, wenn ich jetzt rauskomme, dann wirst du direkt wieder nein, so... Nein, verloren. Safe nicht, Bro. Safe okay, nicht. Ich komme jetzt raus. Komm jetzt raus. Bro, guck mal, wie ruhig du bist. Bro, das ist kein Sportler, du Affe. Bro, hä? Nein. Egal, wir gehen hin. Warte, wir müssen Juge, das Spray machen. Lass mal so ein bisschen die Leute verwirren, dass wir tauschen, dass sie nicht wissen, wer ist. So, da will ich mal sagen, Leute, Jury, bitte einmal runtermachen und euch angucken, was für Skins wir haben. Also, ich muss leider ehrlich. Guck mal, ich bin wieder unabhängig, Bro, Mann. Du sagst hast, Müll. Bro, du hast Müll. Du hast nicht mal einen Sportler, Bro. Aber wobei, warte, sportlich haben wir auch gesagt, ne? Okay, ja, Sportler, gut. Sportlich, gut, also, ja. Sorry, ne? Das ist. Schwierig, Digga, schwierig. Okay. So, Stani, bist du bereit für Emote? Ich bin bereit für Emote. Okay, 3, 2, 1, go. Ja, Bro, gewonnen. Alter, das brauchen wir doch nicht geben, Bro. Das da hinten so. Den Clown da. Junge. Brauchen wir nicht geben, Bro. Okay, Junge, Stani. Das mit den Bällen kann ich mir ja gar ach, nicht Digga, geben, Bro. Wir machen weiter mit Fortbewegung. Bist du bereit? Ich bin 3, bereit. 3, 2, 1, go. Bro, ich bin Schattenkämpfer. Hier. Digga, so schlecht. Junge, Digga. Bist du irgendwie hast du wie Bälle oder so? Du bist so schlecht, Digga. Okay, Stani, bist du bereit für Sticker? Sticker bin ich okay, bereit. 3, 2, 1, go. Wir spammen einfach. Okay. Ja, die Jungs haben, okay. Wir machen Spray. Ach, das peinlich, ist so peinlich, Bro. Gleiter. Also, ohne Mann, ich dachte, du bist ein Gegner, aber ich denke mal, das ist auch wieder eine klare ja, Runde. Ach, Digga, Bro, du hast gar keine Bro! Digga, das ist so kacke, okay. Ey, ohne Mann, ich hab wieder in die Pfeife geraucht. Ach, Digga, du hast keine Chance, ich Bro. Ich hab nicht wieder in die Pfeife geraucht. Du hast geraucht. Keine Chance, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich sag dir, wie es ist, Bro. Junge. Also das ist eine klare Runde, denke ich mal. Das Leute, ihr habt alles von uns das gesehen. Das ist eine klare Runde, Das ist so klar wie Glasbrühe. Das ist Klobrühe, ich mein, Klobrühe, Glas. Ich denke mal, die Dinger werden jetzt blau ja, sein. Ja, Digga. Die Kreuze werden blau sein. Bitte einmal. Ah. Der Letzte. Was sagt der Letzte? Boom! Nein, Boom, Junge! Besser, Junge. 1-1, ja. Stani, du Noob, Junge. Schade, okay. So ein Ding ist das. Okay, wir machen noch eine kleine Entscheidungsrunde. Wir machen nur Skin, Stani, jetzt, okay? Letzte Runde, nur Skin, okay? Okay. Okay, bitte, Jury, einmal Wall nach oben. Wir machen unseren Skin, und zwar ein Bösewicht.
Okay? Ein Bösewicht. Du kannst auch einen so Fortnite-Bösewicht nehmen, du kannst einen Marvel-Bösewicht nehmen oder so einen, den du dir einfach erfindest. Oh. Also irgendein Skin, der richtig böse ist, okay? Der richtig böse. Okay, böse. Ich muss kurz überlegen. Man könnte viele Sachen machen. Aber nee, man dürfte nicht verwechseln, gruselig, ne? Also es ist böse, ja? Ja, böse. Ja, okay, sehr gut. Weil viele verwechseln ja gruselig mit böse. Ja, ja. Nee, er muss böse sein. Ich hab hier so ein... Bösewicht. Die Frage ist, wer könnte hier ein Bösewicht sein? Die Frage ist, nimmst du so einen Marvel-Held oder so? Oder nimmst du wirklich einen Fortnite? Ich weiß nicht, ob das ein Marvel-Held ist, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich nimm schon einen krassen Bösewicht. Also der sieht auch aus wie ein Bösewicht, sagen wir es mal so. Okay. Gewonnen. Ah ja, okay. Udo hat schon wieder gewonnen. Da könnten sich die Leute denken, dass er nicht böse ist. Okay, ich muss echt einen von Fortnite nehmen, der böse aussieht. Okay. Also, nee, ich will nicht spoilern, aber da habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen. Du kannst gar nicht gewinnen. Ich habe gewonnen. Wie? Ich habe schon gewonnen. Pass auf, es steht 1-1, Shani. Jetzt nur Skin, das entscheidet, ne? Nur Skin, ja. Und lass Gleiter auch noch mit reinnehmen. Gleiter auch noch, okay? Okay, Gleiter auch noch. Okay. So, bei Gleiter habe ich auch einen sehr bösen Gleiter. Okay. Spitzhacke. Boah! Spitzhacke auch noch. Ja, gewonnen. Easy win, Digga. Also du sagst sie. Ich sag's. Also Skinback, Bling, Spitzhacke und ein Gleiter. Okay, gut, wir sind schon bei Gleiter. Wir haben es gleich, Leute. Boah! Gewonnen. Vorbei. Gewonnen. Ich komm raus. Ich bin fertig. Ich hab gewonnen. Bösewicht. Ja, durchgespielt. Warte, also ich ja, easy. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, gewonnen. Also sag's jetzt, also wirklich. Ich glaube, warte, Backblink kann ich vielleicht nochmal ändern. Warte, Backblink guck ich nochmal. Aber ich glaube, ich hab gewonnen, Bro. Ich hab schon einen guten Bösewicht, Bro. Okay, also es war nur Skin, Hanggleiter, Backblink, Pickaxe, das war's, ne? Ja. Okay. Oh, okay, warte mal, Backblink muss ich noch ändern. Warte, Backblink, ich auch. Ich brauch grad nach einem anderen, besseren. Ich war grad mit dem auch nicht. Boah, gewonnen. Gewonnen. Das ist es. Bro, das ist der böseste Bösewicht, der böse... Moment. Jetzt. Bro, ich hab gewonnen. Gib zu jetzt! Ich hab gewonnen. Also, ey, ohne Mann, ich sag's. Bro, du hast Backbling Set, du Affe. Nein, das ist... Bro, soll ich dir Set zeigen? Das ist nicht Set. Okay. Bro, soll ich dir zeigen? Okay, nein, ich glaub dir. Ja, ich glaub dir, okay. Das ist nicht Set, Bro. Okay. Es sieht halt zu krass aus, dass man denkt, das ist Set. Das ist halt das Ding. Lass durch. Geh mal hier, genau so. Okay. So, ihr dürft jetzt runter machen und euch die Skins an... Guckt die Skins genau an. Bösewicht, okay? Bösewicht. Sorry. Ey, guck mal, Odo, weil ich weiß ganz genau, wo du mich gesehen hast. Da war so kurz Ruhe bei dir in der Stimme. Du wirst gleich im Fight so aufs Maul bekommen, Bro. Ja. Komm. Okay, Gleiter, komm. Aufmachen, bitte. Ach, Gleiter. Gleiter. Gewonnen, Bro! Was? Digga! Er sagt auch noch... Ach, Digga, ich hab gewonnen. Das weiß ich. Okay, so. Die Jury darf einmal voten. Ihr habt die Skins gesehen, das war's. Ja, ich denke mal, das ist eine kleine Runde. Für mich ist es eine klare Geschichte. Klare Geschichte, Bro. Ist es sehr, sehr klar. Einmal voten bitte jeder. Rot, 1. Hä? Ist weggegangen. Egal. Einer blau und der letzte, was sagt der? Entscheidender! Rot! Ja, Junge! Ja! Bro, das ist ein langweiliger Bomben-Skin. Bro! Digga, du siehst aus wie ein Noob, Junge. Zack, 2-1, weggehauen. Was? Stani, du bist ein Noob, Digga. Bro, so, also, ich brauch nichts sagen, Bro. Voll der Blöf. Bro, wo ist das Bösewicht? Bro, das ist so böse, du hast noch nie so einen bösen Skin gesehen. Ich sag dir, wie es ist, Bro. Oh mein Gott. Okay, Bro. Darf ich mal sagen, Freunde, wir gehen noch in einen Fight um ein Leben. Okay? Ein Kill ist Win. Ja, okay. Ich hab keine Controller angeschlossen, aber ich habe Maustastatur. Easy, okay. Du kriegst eine schlechte Waffe, ich krieg eine gute Waffe und dann gehen wir in Fight. Let's go. So, Stani, bist du bereit? Ich bin bereit. Wir haben eine Waffe. Ich hab die gute davon und du die schlechte. Gönn dir. Oh, die neue sogar. Komm rein. Okay, hier ist Team Qualle und du bist Team Papagei. So ein Ding ist das. Warte, wo war das? Hier, hinter dir.
hier. Ah, okay. Ich bin Team Qualle, geh du in Team Papagei. Ein Leben, Stani, okay? Ein Leben. Okay. 3, 2, 1, go. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich hab Angst. Wir müssen das Battle gewinnen, Freunde. Also unendlich Munition oder was? Ja, ja, klar. Ach so, krass. Oh, du Mann. Nein! BOOM! Wie hattest du? 123. Bro, die Waffe war so schlecht. Ich hab gar keinen Damage damit gemacht. Nice, okay, Freunde, das heißt, das Battle habe ich gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und da checkt Stani ab, Freunde. Da haben wir auch nochmal eine Folge aufgenommen. Und ich muss mal sagen, wir sind morgen bei einem neuen Video. Heute einmal gut.